ersten Durchgang und die Bundesdeutschen allesamt noch nicht dran gewesen. Hinter Ubartas, das ist ein hochinteressanter Mann, insofern als er den Wind braucht, wenn es um große Weiten geht. Scherzhaft wird er Polarkreiswerfer genannt, weil er dort eben zu Hause seine guten Weiten erzielt. Wenn die Winde wehen, Hafsteinsson aus Island. Also Sie versäumen nichts, meine Damen und Herren, was den Hochsprung betrifft. So wie es da wieder interessant wird, gehen wir da auch wieder rüber und hin. Wir halten uns jetzt nur einmal zu Beginn des Diskuswerfens bei den Werfern auf. I'll be back.